Guten Morgen aus Hamburg. Wir verbringen heute den Tag zusammen. Plus, wir gehen auf ein Event. Es tut mir leid, das ist sehr, sehr laut hier drin. Deswegen mache ich gleich weiter. Ich habe es gestern gar nicht geschafft, hier mal reinzuschauen. Mein Gott, ist das riesig. Wir tun jetzt unseren Koffer da rein, weil wir wollen den nicht mitschleppen. Aber meine Schuhe, die werde ich mitnehmen, weil ich hatte keine Lust, jetzt schon in den High Heels rumzurennen. Jetzt sind wir in der City. Ich zeige euch mal mein Outfit. Das ist so süß. Also ich war noch nie auf einem Press Date von Bijou, deswegen weiß ich nicht, wie es abläuft. Aber wir müssen jetzt erstmal kurz was holen und dann fahren wir da gleich schon hin. Ich habe gerade gesehen, dass ich euch mein Outfit nicht ganz zeigen konnte. Deswegen hier noch einmal. Ich muss euch, glaube ich, irgendwo wegstellen und dann könnt ihr euch das anschauen. Ich liebe die Hamburger Innenstadt, aber ich muss sagen, es ist so viel. Ich habe das Gefühl, es gibt hier 5 Zaras, auch wenn das nicht der Wahrheit entspricht, aber es fühlt sich auf jeden Fall so an. Und es ist sehr weit. Ich glaube, allein wenn man hier in die Stadt kommt, könnte man seinen Hot Girl Walk erledigen, während man shoppen ist, weil es so viele Laufwege gibt. Ich feiere natürlich jetzt auch, dass die Sonne raus ist, weil mein Outfit funktioniert. Das macht mich sehr, sehr glücklich. Und natürlich habe ich auch Schmuck von Bijou an. Und wir werden uns die Winter, also Herbst-Winter-Kollektion angucken. Und ich bin richtig, richtig gespannt auf die neuen Pieces. Wir sind jetzt wieder günstiger oder demnächst Milchsaat oder Joghurt zum Beispiel. Mehrere Händler haben jetzt Preisnachlässe angekündigt. Die Train-Section sind da. Wir sind angekommen. Ich habe mich ein bisschen im Auto aufgeladen, wie so eine Batterie. Und jetzt gehen wir gleich rein. Und ich freue mich schon, alles zu zeigen. Oh, das sieht so schön aus, auch schon von außen. Und hier ist der Eingang. Oh, wir wurden jetzt mitgenommen von der süßen Talia. Die ist ganz toll. Könnt ihr uns auch gerne ausprobieren? Leute, guck mal. Da seht ihr mich und da ist die Kulisse, Leute. Da ist der Ali. Wie schön das einfach alles funkelt. Ich lieb's wirklich. Oh, das ist natürlich jetzt komplett meine Ecke mit dem Gold. Oh, ich liebe Gold. Das ist ja eine süße Tasche. Oh, die ist auch süß. Blau sieht auch toll aus. Der Schal ist so schön. Den will ich haben. Der ist super schön. Wie viel Mühe die sich gegeben haben mit den ganzen, oh mein Gott, mit der kompletten Gestaltung. Das sieht alles so hübsch aus. Und natürlich auch die Beanies. Die finde ich ganz toll. Die sehen super süß aus. Aber guck mal, wie hübsch das hier ist. Ich glaube es nicht. Oh mein Gott, die Spange ist auch. Meint ihr, das fällt auf, wenn ich das mitnehme? Vielleicht kann ich das gleich mal versuchen. Oh nein, ich dachte, da vorne ist Gold. Ist es aber nicht. Es ist hier vorne. Oh wow. Ich mag das, was sie hier gemacht haben. Mit diesen ganzen Goldakzenten. Das sieht wirklich toll aus. Oh, das darf ich euch nicht vorenthalten. Hier gibt es auch noch eine smaragdgrüne Ecke oder Türkis. Oh, Leute, was geht? Wie schön ist es heute? Die Farben sind toll, oder? Oh mein Gott, das ist so eine süße Tasche. Die brauche ich. Ich zeige euch jetzt auch noch mal die ein bisschen abgespacederen. Oh, wow. Oh mein Gott, Leute. Ich liebe es einfach. Wie toll, die schön. Seht ihr den hier? Oh, sorry. Seht ihr den hier? Das ist der hier, nur ein bisschen anders. Den finde ich so schön. Den hier habe ich auch von Bijou. Also diese zwei Ringe sind auch von Bijou. Wunderschön. Oh mein Gott, wie cool. Hier gibt es sogar eine Nailbar. Natürlich gibt es hier auch einen grandiosen DJ. Und hier, ihr wisst, dass ich auf Catering sehr, sehr achte bei solchen Events. Und schaut mal, wie viel Auswahl das hier ist. Oh mein Gott. Der Ali freut sich auch. Und schaut euch mal hier das Catering an. Das sieht alles so lecker aus. Und es gibt Bananenbrot. Ich darf zwar keine Bananen essen, aber Bananenbrot ist die einzige Ausnahme. Da vorne mache ich gleich auch Bilder, weil das sieht sehr, sehr hübsch aus. Und wir sind jetzt hier mit unserem kleinen Frühstück.
Und oh mein Gott, das sieht so unglaublich lecker aus. Ich gucke die ganze Zeit hier hin, anstatt hier in die Kamera zu gucken. Ich muss beim Essen immer meine Haare so zur Seite machen. Jetzt checken wir mal ab, dieses schöne Brot. Ich liebe einfach Süßkartoffeln und Avocado. Diese Kombination ist einfach göttlich. Das schmeckt so gut. Natürlich habe ich was Süßes mitgenommen. Und natürlich auch Bananenbrot. Während ich Bilder mache, steht der Ali da. So über der Kamera, wie der so mit seinen zwei Augen mich so ankommt. Der Ali checkt gerade, ob das funktioniert. Das war sehr einfach. Oh! Oh! Nachtisch! Da sind die nächsten für den Nachtisch. Lach nicht! Jetzt ganz durcheinander! Jetzt habe ich mein. Sorry. Jetzt habe ich mein Eis bekommen und das hat so eine Dijon-Platte. Zwei Wege sieht so hübsch aus. Sehr gut. Bitte da rein. Lecker. Sehr gut. Hast du auch eins? Nein? Ich habe so viele coole Menschen gesehen, getroffen und eine süße Goodie-Bag bekommen. Natürlich sind da auch Geschenke, die ich an euch verlosen werde. Ich freue mich. Jetzt geht's wieder zurück in Richtung City und das Wandern macht mich so glücklich gerade. Ich habe euch erzählt, dass ich so ein bisschen Social Anxiety habe, wenn ich so alleine auf Events gehe oder allgemein, wenn ich auf Events gehe, aber ich muss sagen, der junge Mann hier an der Seite, der hilft mir da extrem, wenn er, ich weiß nicht, der gibt mir so eine Ruhe, das hört sich auch so voll klischee-mäßig an, er beruhigt mich, aber er beruhigt mich wirklich und irgendwie ist das alles sehr, sehr entspannter mit ihm, aber ich muss auch sagen, das Event war sehr, sehr nett, so. Die Leute waren alle sehr, sehr offen und es hat sehr viel Spaß gemacht. Unseren Freunden angekommen. Jetzt sind wir wieder am Bahnhof, weil wir hatten hier unseren Koffer eingeschlossen. Und ich wechsle jetzt Handschuhe, weil wir waren noch durch die City. So, Schuhe sind gewechselt. Oh mein Gott, das sieht so lustig aus. Wie habe ich das denn jetzt hinbekommen? Mein Gehirn hat das gar nicht verarbeitet. Wir sind jetzt an der Alster und es ist einfach. Hübsch. Nein, ich hab eine rosarote Brille an, wenn es um Hamburg geht. Ich könnte hier einen Mülleimer sehen und ich würde sagen, oh mein Gott, das ist der schönste Mülleimer, den ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Aber trotzdem, würde ich hier wohnen? Nein, ist mir zu kalt. Es gibt nicht genug Sonnentage, weil da bin ich schon ein bisschen verwöhnt von Düsseldorf aus. Aber ich bin noch verwöhnter von Stuttgart aus. Also ich habe ja da auch gelebt, das ist ja meine eigentliche Heimat. Und da ist es ja noch wärmer und da sind die Sommertage noch schöner. Also so Baden-Württemberg, mein Gott, was für ein schöner Sommer da ist. Deswegen, ich habe wieder einen Lippenstift auf den. Ich muss wieder wegmachen. Es tut mir leid, ich habe es noch nicht ganz im Griff mit diesem Lippenstift. Auf jeden Fall, ich wollte die Kamera nicht abnehmen. Der Ali guckt gerade nach einem Restaurant, so ein Bötchen, ob wir da drauf gehen. Aber wir sind beide nicht hungrig, weil wir gerade noch gegessen haben bei unseren Freunden. Oh, es ist einfach nur schön hier. Oh mein Gott! Das Wetter ist traumhaft. Ja, richtig schön. Natürlich auch wunderschön mit meinen coolen Schlappen. Sehr entspannt. Ich schwärme euch jetzt noch ein einziges Mal voll mit Hamburg. Ich höre jetzt auf. Ist das eigentlich eine gute Endcard? Soll ich? Ja doch, das ist eine schöne Endcard. Jetzt werde ich hier noch zwei Videos hinpacken. Folgt mir. Da kommen Leute. Oh, sorry. Ihr seht toll aus, by the way. Und ja, ich beende jetzt das Video hier. Guckt euch die Videos an, habt viel Spaß. Das sind meine Füße. Und I love you all.